Die Grundidee von heute war, dass wir nochmal hier im Bonner Raum bei den Akteuren, vor allen Dingen den NGOs aus dem Entwicklungsbereich, sensibilisieren wollten, dass sie ihr eigenes Handeln nachhaltig aufstellen. Denn wenn die Weltklimakonferenz im November nach Bonn kommt, die Side-Events, die dann stattfinden, sollten unserer Ansicht nach möglichst nachhaltig aufgestellt sein. Mein Beitrag war ja erstmal aus der Idee herausgeboren, dass die Liste der Nachhaltigkeitsmöglichkeiten abzuarbeiten eben für eine Veranstaltung nicht ausreicht aus meiner Sicht, sondern es wirklich eine Beschäftigung mit jeder einzelnen Veranstaltung braucht, vom Konzept angefangen über die Sinnhaftigkeit bis hin zu, was brauchen wir wirklich in dieser Veranstaltung. Und um diesen Raum aufzumachen, dass man nicht nur sagt, okay, wir haben diese Vorgabe für Nachhaltigkeit, dann arbeiten wir die ab und dann machen wir die nächste, sondern dass man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen, wie wird diese Veranstaltung nachhaltig, habe ich vorgeschlagen, eben eine Frage sich zu stellen, was beschäftigt mich gerade in Veranstaltungsmanagement und in der Nachhaltigkeit, und dann sich oben eine Box auszusuchen, von der man nicht weiß, was drin ist und in der man wahrscheinlich Material findet, was einen auch erstmal irritiert, aber dann eben anhand des Materials sich zu überlegen, wie könnte das Material mich dabei weiterbringen, diese Veranstaltung noch anders zu planen. Der künstlerische Aspekt war uns besonders wichtig, weil wir einfach nochmal darstellen wollten, wie wir out of the box denken, wie sehr wir alle in unseren Blasen, in unseren einzelnen Institutionen und Unternehmen gefangen sind und da natürlich manche Unternehmen schon sehr weit sind im Bereich Nachhaltigkeit, aber es eben auch darum geht, kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen und Inspiration zu finden und eben nicht nach Schema F eine Veranstaltung vorzubereiten. Das Resümee des heutigen Tages ist es, dass die Szene in Bonn sich schon auf den Weg gemacht hat, aber es doch wirklich noch viele Hürden zu nehmen gibt. Nicht nur bei denen, die schon sensibilisiert sind, die dann auch zu solchen Veranstaltungen kommen, sondern auch vor allen Dingen in den Organisationen offensichtlich, dass noch nicht nachhaltiges Veranstaltungsmanagement noch nicht die Durchschlagskraft hat, wie ich das erwartet hätte, gerade bei Organisationen, die an sich von ihrer Genetik her das Thema schon auf dem Radar haben müssten. Wichtig ist, glaube ich, für die Lebendigkeit einer Veranstaltung, dass man auch wirklich eigene Inputs mit reinbringt, die diese Veranstaltung einzigartig machen. Dabei war uns besonders wichtig, die Teilnehmenden und Gäste miteinander in Kontakt zu bringen. Dafür war es sehr dienlich, dass zunächst Kleingruppendiskussionen durchgeführt wurden, zunächst zu zweit und anschließend dann in größeren Gruppen mit 5 bis 8 Gästen. Und es haben sich dann anstatt 5 Gruppen haben sich nur 3 gebildet. Ich denke aber, das war ein großer Vorteil, weil die Diskussionen sich einfach gut in alle Richtungen entwickelt haben und nochmal eine große Perspektivenvielfalt eröffnet haben. Besonders hervorgetan hat sich auch, finde ich, dass sich das atmosphärisch wiedergespiegelt hat, dadurch, dass man sich räumlich aufteilen konnte hier in der Fabrik 45. Wir konnten uns oben auf die Tribüne bewegen und konnten aber gleichzeitig unten parallel diskutieren. Es hat sich keiner gestört gefühlt. Es war eine sehr offene, sehr, sehr kreative Atmosphäre zum gemeinsamen Arbeiten. Uns war es wichtig, dass wir heute hier in diesen 3,5 Stunden nicht nur Input geben, sondern dass wir vor allen Dingen zu einem Austausch kommen, dass auch die Leute, die heute Abend hier waren oder heute Nachmittag hier waren, sich untereinander austauschen können, ein Gespür dafür bekommen, dass sie nicht alleine an der Stelle arbeiten, sondern dass es viele andere gibt, mit denen sie sich auch zusammentun können und daher auch nochmal ein Stück weit mehr Rückenwind bekommen. In den 3 Stunden ist es für uns sowieso nicht möglich, all die Inhalte zu vermitteln, und so konnten wir die auch nur anreißen und einfach auch nur einen
Input geben und einen Impuls geben, an der Stelle weiterzuarbeiten, sich weiter zu informieren oder tiefergehend sich mit dem Thema zu befassen. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen.